Hau, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Hagelshop-Adventskalender. Das ist der hier. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe den zugeschickt bekommen, denn er ist ab jetzt verfügbar. 49 Euro kostet der und das ist super günstig. Vor allem, wenn man bedenkt, wie riesig der einfach ist und wie schwer auch. Und hier stehen schon Marken drauf, wo ich einfach Bock drauf habe. Barbour, Revlon, Kerastase, Redken, L'Oreal. Mega krass, ne? Also ich glaube, der erwartet uns einiges. Ja, es sieht hübsch aus. Ich mag es gerne leiden. Könnte vielleicht noch etwas mehr weihnachtlich vom Design her sein. Und es gibt auch dieses Jahr nur den Frauen-Adventskalender. Und ich habe einfach Bock drauf, den auszupacken. Er schaut einfach toll aus. Nee, mit diesen Weihnachtskugeln und so, ne? Und es ist leider ein Kläppchen-Adventskalender, aber für 49 Euro ist es vollkommen in Ordnung. Reingucken, oder? Ich war letztes Jahr auch schon so begeistert, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis halt so krass war. Und das Ganze startet jetzt auch schon mit Paul Mitchell Firm Style Freeze and Shine Super Spray. Das ist ein Finishing Spray mit 100 Millilitern. Also wirklich ein großes Produkt. Und wir finden beim Hagelshop auch sehr viele Friseurbedarfsprodukte. Sehr viele. Also ich schaue da auch sehr häufig, tatsächlich, wenn ich Adventskalender-Unboxings mache, nach Preisen, weil du bekommst dort auch alle möglichen Größen, sodass du das zum Beispiel mal ausprobieren könntest, aber auch tatsächlich für den Friseurbedarf selber in einer riesigen Größe bestellen könntest. Und ja, das finde ich ziemlich cool, dass wir mit Paul Mitchell starten. Finishing Spray ist jetzt nicht so ganz meine Welt, ne? Das ist ja eher so, wenn du deine Haare stylst, bin ich jetzt nicht so auf das fertige Styling sprühen, genau. Und dann hält das Ganze halt auch ein bisschen besser. Ist nicht, also das ist mein Styling. Whoop. Schauen wir mal das zweite Kläppchen an. Natural Hair Care Previa, sagt mir gar nichts. Ein regenerierendes Shampoo, sagt mir vieles, weil ich das toll finde, mit Trüffel. Nom, nicht essen, 100 Milliliter sind hier drin. Und das ist eine Größe. Also eine große Größe, nicht irgendwie 50 Milliliter für ein Shampoo, sondern wirklich 100, finde ich gut. Ne? Also sowas mag ich auch gerne verwenden. Und ich muss auch sagen, die Produkte, die ich aus dem Hagelshop Adventskalender vom letzten Jahr verwendet habe, waren auch wirklich klasse. Das ist halt Friseurbedarf. Ne? Riecht super angenehm. Du, ne? Ja, finde ich gut. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und da ist halt von der gleichen Marke Natural Hair Care Previa ein Reconstruct Regenerating Treatment. Ich denke, das wird sowas wie eine Kur sein, mit weißem Trüffel-Phytokomplex auch schon wieder, richtig cool. Wie viel haben wir hier drin? 60 Milliliter. Und hier hinten gucke ich mal, 3 bis 5 Minuten einwirken lassen. Also das ist dann wie eine Kur. Ja, finde ich gut, mag ich gerne leiden und verwende ich halt auch sehr, sehr gerne. Das riecht richtig gut. Oh. Ja, und das in Kombination zusammen, ne? Traumhaft. Hier haben wir die Nummer 4 und die ist riesig. Da ist ein bisschen Kleber auf das Produkt gekommen, deswegen klebte das Kläppchen auch daran etwas fest. Von Barbour sind das 3 Ampullen. Einmal die Hydra Plus, die Multivitamin und die Lift Express. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Also Barbour Ampullen sind richtig, richtig gut. Die Ampullen, die halt so mein Herz extrem hochschlagen lassen, sind nun mal die von Dalton, ist klar. Aber ich mag auch sehr gerne die von Barbour. Und da haben wir tatsächlich auch 3 drin, die ich persönlich gerne mag. Also mag ich. Also bislang toller Adventskalender, vor allem wenn man überlegt, für 49 Euro, das ist der Hammer. Ja, das mit der Kläppchen- und Klebegeschichte ist halt echt so eine Sache, aber it is what it is. Wir haben jetzt hier den Tag vor Nikolaus, den 5. Dezember, und da habe ich von Schwarzkopf Bonner Cure Moisture Kick Treatment mit Glycerol für normales bis trockenes Haar. Und das sind 30 Milliliter und das dürfte so eine Art Leave-In sein, wenn ich mich richtig erinnere. Sowas hatte ich nämlich auch tatsächlich schon mal da. Und ich mag auch gerne diese Reihe, die ist sehr, sehr angenehm für meine Haare. Gibt einen Feuchtigkeitskick. Okay, das ist mit Ausspülen. Nikolaus darf ja immer was Besonderes sein und da habe ich was von OPI hier drin. Es ist ein Nagellack mit 15 Millilitern in der Farbe Miami Beat. Ja, das ist so ein wunderschöner Beereton, der auch total genial zum Adventskalender passt. Guckt euch das mal an, wie geil ist das denn? Das ist gut überlegt. In der Nummer 7 haben die was von Bumble and Bumble reingelegt, und zwar das BB Thickening Spray Preps Hair for Lush Blow Dries. Also du machst da halt mehr Volumen mit rein, wenn du die föhnst. 60 Milliliter haben wir drin enthalten und ja, ich kann Volumen auf jeden Fall gebrauchen. Volumen Spray, genau. Ich weiß nicht, muss man so ein Volumen Spray in die Längen geben oder gibt man das an den Ansatz? Wahrscheinlich eher in den Ansatz, oder? Habt ihr da Erfahrung? Dann schreibt das mal sehr gerne in die Kommentare.
die Nummer 8 aufmachen, das ist Kracht. Und hier haben wir was von L'Oreal drin. Bei diesem Adventskalender weiß ich, dass wir sehr viele Haarprodukte drin haben. Dafür steht der Hagelshop ja auch. Und deswegen beschwere ich mich nicht, wenn wir mehr als 3 Shampoos hier drin haben, ist glaube ich klar. Vitamino Color Resveratrol, das erinnert mich an den Masern. Ein Professional Shampoo für Strahlkraft, wenn du hier koloriertes Haar hast mit 100 Millilitern. Ja, ich habe kein koloriertes Haar, meine Haare sind natürlich blond. Und ja, aber vielleicht für meine Mom oder für meine Schwiegermom oder meine Stiefmom oder meine Stiefschwiegermom. Ins B. Und ja, genau. Aber trotzdem finde ich gut, dass wir hier so von L'Oreal Professional was drin haben. In der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas von Alcina freuen. Alcina Style. Schaumfreie Blow-Dry Emulsion mit 75 Millilitern. Auch das gibt den Volumenkick beim Föhnen. Beruhigt das Haar, glättet seine Struktur, macht es griffig, geschmeidig, locker und natürlich. Und das machst du an den Ansatz für mehr Stand und in die Spitzen für leichten Schwung. Vielleicht sollte ich das wirklich mal ausprobieren. Also ich habe ja auch nicht so ein fancy Föhn oder sowas, ne? Aber vielleicht kann ich es trotzdem mal ausprobieren. In der Nummer 10 darf es mit einem Radiance Argan Shampoo von Revlon weitergehen. Und Revlon ist eine Marke, meine Haare mögen das sehr, sehr gerne. Also da habe ich auch schon einiges von ausprobiert. 50 Milliliter haben wir hier drin. Ja, das gibt halt Strahlkraft. Ja, finde ich gut. Und was ich auch gut finde, ist, dass wir hier ein Produkt haben, was zwar etwas kleiner ist mit 50 Millilitern und dementsprechend dann eher für Reisen geeignet ist, aber du hast hier oben halt so ein Ding. Und das finde ich großartig. Dann hast du nicht irgendwie so einen Fizzeldeckel, den du da irgendwie rum hampeln muss oder so, ne? Es riecht leicht zitrisch. Die Nummer 11 ist die erste Schnapszahl und da haben wir ein Produkt drin, wo die liebe Meloflori drauf schwört. Und zwar ist es von Avedo Botanical Repair Intensive Strengthening Mask. Eine leichte Geschichte mit 25 Millilitern. Sie hat davon irgendwie auch die komplette Reihe mal ausprobiert und ich kann euch wirklich sagen, ich habe die Frau live und in Farbe getroffen. Ich habe ihre Haare gesehen und mir gedacht, holla die Waldfee, ist das eine Mähne. Also die hat wirklich wunderschöne Haare, abgesehen davon, dass die Frau wunderschön ist. Aber das Produkt scheint definitiv eine gute Wirksamkeit zu haben, beziehungsweise die Reihe davon. Und deswegen finde ich das cool, dass wir es ja auch im Adventskalender haben. Hier habe ich jetzt an dem 12. Dezember ein Produkt drin. Das hatte ich, als ich letztens einen anderen Adventskalender ausgepackt habe, auch schon in der Hand. Kera Silk Moisturized Strong. Das ist ein reparierendes Shampoo mit 75 Millilitern. Also in diesem Adventskalender definitiv sehr gut aufgehoben. Habe ich jetzt so keine Erfahrung mit, muss ich mir auf jeden Fall mal hinstellen, dass ich das verwende. Und das wird dann wahrscheinlich mit Keratin sein und irgendwas Seidiges machen, wenn es Kera Silk heißt. Es riecht sehr, sehr, weiß ich nicht, so fruchtblumig, blumfruchtig. Riecht gut. Ich gucke mir die Produkte hier jetzt übrigens mal kurz an. Halbzeit, ne? Dafür 25 Euro läuft. Easy peasy, definitiv. Also die sind schon, da sind schon gute Sachen drin hier bislang. Ja, und auch ein Scrunchie darf in diesem Adventskalender nicht fehlen. Ich hätte mich sogar fast schon beschwert, wenn wir keins drin gehabt hätten. Aber das ist, glaube ich, ganz cool, denn das ist eins, was ich auch wunderschön finde. Von Invisibobble ist das Scrunchie. Sieht so schön aus, weil das so maritim aussieht, ne? Mit diesen blauen Streifen und so weiß und so. Und das hat halt da drin nochmal ein Scrunchie, also nicht ein Scrunchie, dieses Invisibobble, ne? Und dadurch hast du halt einen besseren Halt. Finde ich sehr, sehr schön und werde ich verwenden, definitiv. Auch ohne Olaplex. Olaplex ist in diesem Adventskalender vertreten. Ich kenne mich damit nicht so aus. Ich höre es halt immer nur von anderen, dass es ein bisschen schwierig sein soll, dass du halt immer aufpassen musst, was du damit kombinierst und so weiter. Und wenn du Olaplex verwendest, ist es wie so eine Wissenschaft und ein Studium, was du dafür ablegen musst. Deswegen habe ich mich noch nicht dran getraut. Olaplex Nummer 3, der Hair Perfector, der repariert und stärkt die Haare mit 30 Millilitern, ist hier auf jeden Fall drin. Kann man dann auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn man möchte. Ich würde mich da halt ein bisschen vorher einlesen, weil man halt so viel hört, dass es so schwierig sein soll. Aber ja, ne, ist mit bei und das ist, glaube ich, auch eine sehr beliebte Marke. Das finde ich richtig interessant, denn am 15. Dezember haben wir ein Shampoo hier drin von Vella Professionals, Ultimate Repair, mit AHA und Omega 9. Fruchtsäure für die Haare, vielleicht ist das so ein bisschen aufhellend oder so. Repariert, stärkt, spendet Feuchtigkeit für alle Haartypen. 50 Milliliter sind hier drin. Finde ich sehr, sehr interessant. Das wird ausprobiert. Das finde ich cool. AHA verwende ich jetzt halt auch für mein Gesicht als Peeling, ne? Aber für die Haare? Noch nie gehört. Und noch geiler ist es, wenn du dann ein Kläppchen weiter am 16. Dezember sogar den dazu passenden Conditioner bekommst. Das eine ist Step 1, das andere Step 2.
Genau, Deep Conditioner, tiefenwirksamer Conditioner, läuft, finde ich wirklich, wirklich gut. Und das in Kombination werde ich ausprobieren. 30 Milliliter haben wir da drin. Warum machen die Firmen weniger Conditioner rein als Shampoo? Also ich habe halt, ich muss ja ab Ohrläppchen immer den Conditioner dann auftragen. Und ich habe halt von hier bis hier mehr, wo ich was reinpacken muss, als von hier bis hier, weil hier kommt halt das Shampoo drauf, ne? Crazy. Eine Woche vor Heiligabend, am 17. Dezember, habe ich hier eine Marke drin, die ich nicht kenne. Björn Axen Heat Styling Protector. Das ist bis zu 220 Grad Hitzeschutz. Ja, soll die Strahlkraft verstärken und so. Und es soll ein guter Freund sein. Und 50 Milliliter sind hier drin. Ich persönlich habe als Hitzeschutz halt immer den Schutzengel so im Kopf. Oder ich habe halt sowieso ein Leave-In, was ich drauf mache, wo halt ein integrierter Hitzeschutz drin ist. Aber hier nochmal so, ne, bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie das so ist. Ist zum Verreisen auch ganz praktisch. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich glaube, diese Reihe habe ich auch dieses Jahr schon verwendet. Von Redken Extreme Shampoo. Das repariert ja, und hat 3% Stärkekomplex mit drin, mit Protein, pH-ausbalancierende Formulierung, 75 Milliliter. Finde ich toll. Also finde ich wirklich, wirklich toll, dass das mit drin ist. Ein paar Produkte ähneln sich schon so ein bisschen zu dem vom letzten Jahr, aber es sind gute Produkte, ne? Also ich glaube, OPI-Nagellack hatten wir letztes Jahr auch mit drin und ich meine auch, dass wir das von Redken mit dabei hatten, aber darüber freue ich mich. Ich glaube auch, dass Aveda mit dem Botanical Repair irgendwie mit drin war, aber trotzdem, also es sind Sachen, wo ich mich halt echt drauf freue. Ui, ui, ui. Und dann haben wir in der Nummer 19 auch noch ein Eyelash Awakening Serum von M2 Beauté drin. Also das ist so ein Wimpernserum, was aber eher so dafür dient, dass die Haare, also die Wimpernhaare gestärkt werden. Also das ist ohne Hormone. Und nicht, dass du etwas hast, was quasi die Wimpern vom Ausfallen abhält. Also das sind so zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn du es mit Hormonen hast, dann hast du halt ein Serum, was verhindert, dass die Wimpern ausfallen. Wenn du es ohne Hormone hast, ist es meistens auf Ölbasis oder so, was man sich dann auch einfach so am besten auf die Wimpern direkt drauf macht oder halt am Ansatz, dass der Ansatz gepflegt wird. Ne? Ist einfach Pflege, Haarpflege kennt man ja auch gegen Haarbruch. Das passt einfach dann auch voll zum Adventskalender. Haben wir hier mit 2 Millilitern drin und verwende ich persönlich gerne in Kombination mit dem Grande Lash, was ich ja normalerweise verwende. Ne? Und hier haben wir auch eine so eine Eyeliner-Spitze. Also das ist schon so gedacht, dass du es dann quasi als Eyeliner auch aufträgst. Ich persönlich würde es dann halt mehr so auf den, ja wirklich mehr so Richtung Wimpern auftragen und weniger Richtung Haut. Also das ist so, ne, ist wahrscheinlich falsch, aber ich mache das halt so und offensichtlich funktioniert es bei mir ja auch. Jetzt beginnen wir mit dem Endspurt. Der 20. Dezember enthält von Morphosis Hair Treatment Line ein Color Protect Shampoo mit 50 Millilitern. Schade, dass wir halt wirklich so viele Produkte oder schon einige Produkte, ne, hier drin haben, die sich so auf gefärbte Haare spezialisieren. Habe ich halt nicht. Und ja, aber gut, kannst ja trotzdem verwenden, weil das ist dann ja meistens dann einfach noch ein bisschen pflegender. Ja. Am 21. Dezember haben wir etwas drin von Authentic Concept und da hatte ich auch eine Serie mit Shampoo und Conditioner, die ich ganz gut fand. We believe in Authentic Beauty, Hand and Hair Light Cream. Hand and Hair. Hä? 30 Milliliter. Also das kannst du sowohl für die Hände als auch für die Haare verwenden. Das ist crazy. Ich hätte jetzt eher so Angst, dass wenn ich mir das dann auf, also, hä? Ich hätte ein bisschen Bedenken, dass es für die Hände dann zu viel ist und für die Haare zu wenig oder für die Hände zu wenig und für die Haare zu viel. Irgendwie so. Verrückt. Mit Bakuchiol, das ist ja auch die pflanzliche Variante von Retinol. Ne? Panthenol ist hier auch drin. Hört sich interessant an. Ich glaube, das muss ich mal ausprobieren. Cool. Also hier sind wirklich aufregende Produkte drin, wo ich jetzt nicht so damit gerechnet hätte, dass es solche Produkte überhaupt gibt, oder? Wir haben am 22. Dezember etwas von Kérastase drin. Und zwar ist das Resistance Resurfacing Strengthening Milk Blow Dry and Care for Damaged Hair. 50 Milliliter. Also du kannst es dann halt wirklich als Finishing-Produkt oder als Leave-In halt in deine Haare machen und dann halt entsprechend föhnen. Ja, Leave-In steht hier hinten auch drauf. Finde ich gut, ne? Also ich meine, dass ich auch noch irgendwo das Shampoo dazu habe und die Haarkur und dann könnte ich das vielleicht wirklich mal so in Kombi verwenden. Also meine Freundin Juliane, die das verwendet, die schwört da total drauf, die findet das großartig. Vielleicht sollte ich das auch mal ausprobieren. Ein Tag vor Heiligabend darf ein alter Bekannter auch einfach nicht fehlen, muss ich sagen. Das ist auch jedes Jahr, glaube ich, in diesem Adventskalender drin. Aber ich glaube, dass wir das alle auch kennen und mögen. Das ist von Moroccan Oil, das Treatment für alle Haartypen, alkoholfrei, 25 Milliliter sind hier drin enthalten. Und das ist auch wieder so ein Haarpflegeöl, was man in Längen
den Spitzen halt so reingibt, ne? Und das ist halt auch eine schöne Größe. Das ist aus Glas, also auch schon sehr hochwertig, ne? Und das habe ich auch schon mal verwendet und das mag ich auch sehr, sehr gerne. Da muss man halt immer ein bisschen aufpassen bei Haarölen generell. Es kann schnell zu viel werden, du musst halt genau den Moment abpassen. Und wenn du Haaröl reinmachst, mach dir am besten nicht einen Bommel auf der Rübe, weil dann sieht das nachher aus, als hättest du fettige Haare. Schon oft gehabt. So, und jetzt bin ich sehr gespannt, was wir an Heiligabend bekommen dürfen, denn das Kläppchen dafür ist echt ganz schön groß. Okay, ich habe den halben Adventskalender mit abgenommen, denn da ist schade der Kleber, ne? Das ist ein bisschen blöd. Schade, Schokolade. Aber es klebt halt an der Außenverpackung, dann ist es noch irgendwo in Ordnung. Auf jeden Fall ist hier ein Tangle-Teaser drin. Ich mag den Tangle-Teaser. Das ist so, also generell Tangle-Teaser-Bürsten ist das, was meine Haare am liebsten mögen. Ganz einfach. Also da habe ich am wenigsten Haarausfall mit. Detangling Hairbrush, das Originale für Wet and Dry Hair, ist auch super wichtig, dass es also für feuchte Haare auch geeignet ist. Aber wie gesagt, klasse den Kleber, das ist ein bisschen blöd. Finde ich mega geil. Und das ist so ein pinker Tangle-Teaser. Ah, der ist pink und auf der anderen Seite ist der orange. Wie geil ist das denn? Und das ist halt auch die originale Größe und nicht irgendwie eine Travel Size oder so. Oh, finde ich richtig schön. Also finde ich handlich, finde ich gut. Ich habe davon auch die Wet Brush, also die mit Stiel dran, ne? Habe ich bei mir auch im unteren Bart und im oben Bart habe ich tatsächlich auch den hier in einer anderen Farbe, weil ich den auch so gerne mag. Also richtig, richtig, richtig cool. Manchmal glaube ich auch wirklich, dass die Firmen die Videos von den Menschen gucken, die Adventskalender auspacken. Also mir zum Beispiel, weil ich habe hier kein Füllprodukt drin. Ich habe hier wirklich brauchbare Produkte drin. Noch geiler wäre halt gewesen, wenn du halt, ja gut, es sind ein paar Produkte für koloriertes Haar wahrscheinlich. Die Leute mit koloriertem Haar, was ein Großteil der Bevölkerung ist, glaube ich, wird sich da mega drüber freuen. Also das passt schon. Nee, das ist in Ordnung. Und ich finde es auch schön, dass wir einen Nagellack mit dabei haben, weil das mich halt einfach glücklich macht. Ich finde es auch cool, dass wir einen Scrunchie mit dabei haben und auch den Tangle-Teaser in der 24 ist mega. Ich finde es ehrlich gesagt auch richtig, richtig gut, dass wir nicht irgendwie Haarschaum, Haarspray, Haarwachs oder sonst irgendwas hier drin haben, weil nicht jeder benutzt sowas halt, ne? Also ich zum Beispiel nicht. Ein Leave-In benutzt man, glaube ich, eher als halt irgendwie ein Haarstyling-Produkt für irgendwas, was du eh nicht machst, also so ein Haarwachs oder so. Genau, also für mich ist dieser Adventskalender wirklich klasse. Ich finde es großartig, dass wir halt diese AHA-Geschichten drin haben. Ich blende euch hier auch mal den Gesamtpreis, Gesamtwert ein, ne? Ich finde sehr, sehr interessant, was hier auch so für Inhaltsstoffe. Ich finde es einfach spannend, muss ich sagen, denn im Bereich der Haarpflege habe ich persönlich noch relativ viele Wissenslücken und die kann ich eben mit genau solchen Adventskalendern auffrischen, um euch dann halt auch gegebenenfalls Produkte empfehlen zu können, wenn ihr ein Bedürfnis habt, die halt genau für euch zugeschnitten sind. Und das ist auch ein Adventskalender, der nachher im Papiermüll entsorgt werden kann und da ist halt kein Plastikmüll dran. Auch das finde ich richtig, richtig gut und ja, geile Produkte auf meinem Tisch, 49 Euro, was willst du mehr, oder? Ganz ehrlich. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht, also was eure Meinung zu dem Adventskalender ist. Und dann wäre es hier schon gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.